Hat Molly Weasley uralte Magie bei Bellatrix eingesetzt? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir ein Thema besprechen, über das ich bereits auf diesem Kanal gesprochen habe. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch kein Hogwarts Legacy draußen und das verleiht dem Ganzen eine gewisse Würze und ein paar Informationen, die wir vorher noch nicht hatten. Ich beziehe mich natürlich auf die Szene aus Die Heiligtümer des Todes, in der die herzliche und fürsorgliche Mutter Molly Weasley sich schützend vor ihre Tochter Ginny Weasley stellt und Bellatrix Lestrange, eine der gefürchtetsten Todesserinnen, besiegt und tötet. Wir werden uns genauer damit beschäftigen, durch welche Mittel und Zaubersprüche diese liebevolle Mutter in der Lage war, eine der gefährlichsten dunklen Hexen aller Zeiten zu besiegen. Legen wir direkt los. In Die Heiligtümer des Todes Teil 2 ist einiges in Bewegung und verändert sich. Voldemort kehrt mit überwältigender Macht zurück. Hogwarts steht unter der Bedrohung der Todesser. Und viele der Charaktere, die uns über die Jahre ans Herz gewachsen sind, finden plötzlich ihr Ende und sterben. Während die Schlacht von Hogwarts viele Leben forderte, waren nicht alle diese Verluste gleichermaßen schmerzhaft. Der Verlust von Charakteren wie Remus Lupin, Severus Snape und Fred Weasley rührte uns zutiefst. Aber wir sahen auch das Ende einiger, naja, weniger beliebter Figuren, die nicht unbedingt auf der Trauerliste an Platz 1 stehen. Bellatrix Lestrange zählt unzweifelhaft zu diesen zentralen Figuren. Während der tumultartigen Schlacht von Hogwarts gab es zahlreiche bemerkenswerte Augenblicke. Doch besonders prägend war für mich Molly Weasleys Triumph über Bellatrix Lestrange. Das war ein wahres Zeugnis für die Stärke der Liebe. Mittendrin, zwischen den schillernden Lichtern der Zaubersprüche und den heftigen Auseinandersetzungen von Hexen und Zauberern, befand sich Molly, die herzliche Mutterfigur, sowohl für Harry Potter als auch für die Weasleys, in einer Konfrontation mit einer der gefährlichsten Hexen der magischen Welt. Bellatrix beängstigende Reputation war nicht unbegründet. Sie war verantwortlich für Folter und Mord an vielen Zauberern. Doch sie war nicht nur bösartig, sondern auch außerordentlich mächtig. Ihr beeindruckendes magisches Können und ihre unbarmherzige Natur positionierten sie als eine der schrecklichsten Hexen ihrer Generation. Schauen wir uns die Passage aus dem Buch noch einmal genauer an. "Nicht meine Tochter, du Miststück", brüllte Molly Weasley. Mrs. Weasley warf ihren Mantel ab, als sie rannte, und machte ihre Arme frei. Bellatrix drehte sich auf der Stelle um und brüllte vor Lachen beim Anblick ihrer neuen Herausforderin. "Geh mir aus dem Weg", rief Mrs. Weasley den drei Mädchen zu, und mit einem Schwung ihres Zauberstabs begann sie das Duell. Harry sah mit Schrecken und Begeisterung zu, wie Molly Weasleys Zauberstab zuschlug und sich drehte, und Bellatrix Lestranges Lächeln schwankte und wurde zu einem Knurren. Lichtstrahlen flogen aus beiden Zauberstäben. Der Boden um ihre Füße der Hexen wurde heiß und rissig. Beide Frauen kämpften, um zu töten. "Was wird mit deinen Kindern geschehen, wenn ich dich getötet habe?", spottete Bellatrix, so wütend wie ihr Meister, und kaprizierte sich, während Mollys Flüche um sie herumtanzten. "Wenn Mami den gleichen Weg gegangen ist wie Freddy." "Du wirst nie wieder unsere Kinder anfassen", schrie Mrs. Weasley. Bellatrix lachte. Das gleiche beschwingte Lachen, das sie machte, als ihr Cousin Sirius von sich gegeben hatte, als er rückwärts durch den Schleier stürzte. Und plötzlich wusste Harry, was passieren würde, bevor es passierte. Mollys Fluch flog unter Bellatrix ausgestrecktem Arm hindurch und traf sie direkt in die Brust, direkt über ihrem Herzen. Bellatrix hämisches Lachen gefror, ihre Augen begannen sich zu wölben. Für einen winzigen Augenblick wusste sie, was geschehen war, und dann stürzte sie, und die zuschauende Menge brüllte, und Voldemort schrie. So also gelang es der auf den ersten Blick so unauffälligen Mutter Molly Weasley, die gefürchtete Bellatrix Lestrange zu überwältigen. Mollys Handlung verkörpert den Sieg von Liebe und Courage über die Kräfte der Dunkelheit und Grausamkeit. Nun stelle ich mir jedoch eine Frage. Was genau war es, das Bellatrix den Tod brachte? Abgesehen davon, dass sie von einem Fluch getroffen wurde, was zu ihrem Ende führte. Im Buch beschreibt man, wie ihre Augen hervortreten, bevor sie zu Boden geht, während sie im Film in zahlreiche Stücke zerfällt. Welchen Zauberspruch nutzte Molly Weasley? Was verursachte die explosive Reaktion bei Bellatrix? Als Ausgangspunkt, im Buch wird beschrieben, dass ein nicht näher bekannter Fluch Bellatrix in der Brust trifft, woraufhin sie zu Boden fällt und ihr Leben verliert. Die Bücher geben keinen Hinweis auf die spezifische Beschwörungsformel oder den Farbton des Zaubers, aber der Film liefert uns zusätzliche Details. In der filmischen Darstellung setzt Molly zwei verschiedene Zauber gegen Bellatrix ein. Zuerst einen weißen, der anscheinend Bellatrix Körper versteift und verdichtet, gefolgt von einem roten Zauber, der sie zerbersten lässt. Wenn man sich ausschließlich auf die literarische Vorlage bezieht, wird die Antwort etwas klarer.
Dort gibt es eine Andeutung eines Fluches, worauf Bellatrix umgehend zu Boden geht. Es liegt nahe zu vermuten, dass Molly den Avada Kedavra-Fluch, den berüchtigten Todesfluch, angewandt hat. Auch wenn Bellatrix vielleicht nicht sofort gestorben ist, erscheint die Wirkung dieses Fluches in den Büchern manchmal leicht unterschiedlich. Dennoch bleibt die filmische Darstellung ungeklärt. Das Avada Kedavra ist weder in Weiß noch in Rot dargestellt und die Art, wie Bellatrix im Film ihr Ende fand, entspricht nicht dem geisthaften Tod, den die Opfer des Tötungsfluches normalerweise erleben. Den ersten Zauberspruch, den Molly im Film verwendet, erstrahlt in Weiß und zeigt zwei Effekte. Er lässt Bellatrix erstarren und verursacht ein Zusammenziehen ihres Körpers. Es scheint plausibel, dass der erste Zauberspruch, den Molly nutzt, der Petrificus Totalus ist, auch bekannt als der Ganzkörperklammerzauber. Dieser Zauber lähmt die Gliedmaßen des Betroffenen, sodass eine Bewegung unmöglich ist. Lediglich die Augen bleiben von dieser Wirkung ausgenommen, solange der Zauber aktiv ist. Innerhalb der Zauberspruchbeschreibung wird explizit darauf hingewiesen, dass lediglich die Augen sich bewegen können. Und genau Bellatrix Augen werden besonders betont, nachdem sie vom Zauber getroffen wurde. Dies macht Petrificus Totalus zu einem wahrscheinlichen Kandidaten. Ein weiterer in Betracht kommender Zauber könnte Glacius sein, welcher das Ziel mit einer eisigen Brise überzieht, die vom Zauberstab ausgeht. Fans des Spiels Hogwarts Legacy dürften diesen Zauber höchstwahrscheinlich kennen. Aber das klärt immer noch nicht die Frage, warum Bellatrix in Stücke zerbrach. Welchen Zauber könnte Molly als zweites verwendet haben? Es gibt zwei mögliche Zauber in der Harry Potter Welt, die hier zutreffen könnten, wobei einer von ihnen Reductio ist. Dieser mächtige Zauber ermöglicht es versierten Zauberern, Barrieren mühelos zu zersprengen. Es liegt auf der Hand, dass beim Erlernen und Anwenden dieses Zauberspruchs höchste Sorgfalt erforderlich ist. Jedoch erscheint Reductio in der Regel blau und nicht in Rot, was irgendwie komisch ist. Der nächste Zauber, der mir in den Sinn kommt, ist Bombarda Maxima, die stärkste Form des Explosionszaubers. Dieser Zauberspruch verursacht mächtige Explosionen, die sogar ganze Mauern zerstören können. Aber auch hier besteht das Problem, Bombarda zeigt sich normalerweise nicht in Rot. Welche Magie könnte Molly also gegen Bellatrix verwendet haben, um sie zu zersprengen? Die Antwort könnte sein, dass dieser spezielle Zauber etwas völlig Neues war, das wir vorher nicht in den Filmen oder Büchern gesehen haben. Und genau hier kommt Hogwarts Legacy ins Spiel. Durch die Einführung von Hogwarts Legacy wurde uns eine spezielle Form der Zauberei nähergebracht, die uralte Magie. Uralte Magie umfasst mächtige und komplexe Zauber sowie Rituale, die über tausende von Jahren in der Zaubererwelt weitergegeben wurden. Es ist eine geheimnisvolle und enorm starke Form der Magie, deren Wissen mit der Zeit immer mehr verschwommen ist. Als das Zeitalter von Harry Potter da war, also genau da, wo die Bücher und die Filme spielen, war die uralte Magie eine seltene Erscheinung. Die markantesten Bezüge zu dieser Art von Magie in den Harry Potter Erzählungen finden wir durch Baby Harry, Lily Evans und die Kraft der Liebe wieder. Lily Potters Einsatz der Kraft der Liebe, ein Ausdruck der uralten Magie, schuf einen Schutzzauber, der Harry Potter vor Voldemorts tödlichem Fluch bewahrte. Das Opfer einer Mutter zum Schutz ihres Kindes. Und wo erleben wir eine weitere Mutter, die bis ans Ende geht, um ihr Kind zu schützen? Richtig, Molly Weasley, die Bellatrix Lestrange niederstreckt, um Ginny Weasley zu schützen. Nach meiner Erfahrung mit Hogwarts Legacy bin ich schon ziemlich davon überzeugt, dass die Zauber, die Molly gegen Bellatrix eingesetzt hat, Anklänge an die uralte Magie haben. Aber was denkt ihr? Handelt es sich um uralte Magie? Vielleicht Petrificus Totalus? Oder Glacius? Eventuell Bombarda? Mit welchen Zaubern hat Molly letztendlich Bellatrix besiegt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.